Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Long War 2. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert und ein bisschen umgeguckt, warum wir hier 35 Gegner hatten, und das lag eindeutig daran, an dem Infiltrationswert hier. Versteckte sich hier 22%. Aber dazu kommen wir gleich nochmal etwas genauer hin. Als ich hier gerade geklickt habe, ist das Teil hier aufgetaucht. Und ja, dann können wir hier natürlich nochmal hier in unsere Versteckverwaltung reingehen. Da können wir den Leuten hier Aufgaben zuteilen, unseren Widerstandskämpfern. Zum Beispiel besorgen die uns hier neue Rekruten. Sie klären auf. Sie verstecken sich. Oder sie besorgen uns Versorgungsgüter. Ja. Und wir können denen natürlich auch noch jemanden zuweisen, der sich um die Jungs kümmert. Alex, mach du das jetzt erstmal. Ja. Das wäre für den Anfang das Erste. Dann könnten wir eventuell mal... Was ist der Schwarzmarkt hin? Ach, da oben. Gut. Holen wir uns da erstmal die Fracht ab. Moment, sind wir schon zu weit? Ja, wir haben 31% infiltriert. Ich würde mal sagen, wir verstärken mal hier die Infiltration von 25 Infos. Damit wir hier ein bisschen mehr Prozent reinbekommen, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, aber hey, dadurch wird die aktuelle Feindaktivität ein bisschen geringer. Ob jetzt davor auch gering war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, desto höher der Infiltrationswert, umso weniger Gegner hat man. Dazu kommen noch andere Modifikatoren, wie zum Beispiel Truppgröße, etc. pp. Naja, auf jeden Fall starten wir jetzt mal diesen Einsatz hier. Und dann kümmern wir uns auch gleich darum. Also es empfiehlt sich durchaus, eine kleinere Truppgröße zu wählen, wenn man sich leichter tun möchte. Aber wird schon schief gehen. Wir sollen eine Workstation hacken. Ich glaube, in diesem Trupp haben wir sogar einen Spezialisten dabei. Von daher soll das soweit klappen. Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Verstanden. Wir haben 9 Runden Zeit. Nun gut, sehen wir uns mal um. Rücke aus. Kein Feindkontakt? Dann geht doch mal bitte hierhin. Feindlicher Trupp entdeckt. Alles klar. Das sind jetzt 5 Gegner. Nicht gerade wenig. Mal gucken, ob wir an unser Ziel irgendwie näher rankommen. So, Infamauser, du gehst erstmal hierhin. René, bitte hierhin. Sehr schön. Holozielen. Faszinierend. Theodor hierhin. Das sollte hier rüber. Und los geht's. Silas geht hierhin. Und Herbert, du purzelst mal weiter nach vorne. Visiere einen Feind per Holozielen an. Hebt das jetzt dann meinen Concealment auf? Ich glaube, ich weiß es nicht. Probieren wir es gar nicht erst. Alle, die in Overwatch gehen können, gehen mal in Overwatch. Leider ist hier nicht allzu viel Deckung, dass wir die umlaufen könnten. Von daher werden wir den Trupp höchstwahrscheinlich ausschalten müssen. Bestätigt. Überwachung läuft. Gebe Feuerschutz. Also wenn die einen falschen Schritt machen,
Dann sind sie erledigt. Und wir sind hier soweit durch. Beenden. Jetzt kommen weiter nach Süden. Mit einer guten Granate könnte man hier ein paar Leute platt machen. Nun, Moment. Verdammt, habe ich einen ekligen Frosch im Hals. Kronti, geh mal näher ran. Begebe mich zu dieser Position. Silas, du bitte auch. Herbert, du könntest denen hier deine Flanke anbieten, was ja auf Dauer auch nicht gut ist. Und los geht's. Rücken wir erstmal ein bisschen auf. Begebe mich zur Zielposition. Das war's dann soweit. Dann gönnen wir uns hier mal einen Feldposten. Bitte Feuerschutz. Du nicht? Hier hätte ich gerne einen Feldposten. Verstanden. Halte die Augen offen. Du siehst nicht. Kommst aber auch nicht wirklich näher ran. Du auch nicht. Silas sieht auch nichts. Granate. Kommt da nicht ran. Na komm, wir müssen näher ran. Bringt alles nichts. Los geht's. Vermauser, du gehst dann mal trotzdem hierhin. Nun gut, der Rest Feldposten und wir verlieren jetzt Zeit ohne Ende. Weil wir nicht dicht genug dran sind. René, geh mal hier rüber. Kommt mal näher, Leute. Oder wir können sie eventuell doch umgehen. Und können wir? Oh, das ist noch ein Trupp. Nun, mit zwei Trupps wird es haarig. Das sollte. Du solltest da mal woanders hingehen. Verstanden. Geh mal hier hin. Und los geht's. Gute Deckung ist anscheinend Mangelware. Roger. Nun geh mal dann hier hin. Können wir jetzt mit einer Granate öffnen? Nicht wirklich. Von hier aus vielleicht? Könnten mit einer Flashbang öffnen. Oder doch mit dem Sniper. Weißt du was? Alle, die in einer passablen Deckung sind, gehen in den Feldposten. Hier geht nichts. Den Rest hebe ich mir dann noch auf. Genau. Schieß mal auf den Hüter. Aber bitte nicht daneben schießen. Sehr gut. Guter Schuss. So, jetzt geht's los. Gott, mal näher. Ein guter Treffer. Zwei gute Treffer. Und der erste ist erledigt. Ziel ausgeschaltet.
Nun gut, und ich würde mal sagen, den restlichen Weg sprengen wir uns da mal kurz frei. Ach nö. Das wird jetzt eklig. Ändert nichts an der Strategie, dass wir uns hier alles freikämpfen werden. Alles freisprengen. Hm, so natürlich nicht. Dann haben wir hier einen Freiwilligen. Dann sprengen mal den hier. Die Granate macht auch genug Schaden. Ja doch, macht sie. Jawohl. Ach ja, wir haben uns ja alle schon bewegt. Das ist ja sehr hilfreich. Ach nö, habe ich jetzt schon die Mission versaut? Na komm, den können wir immerhin flankieren. Nicht daneben schießen, hörst du? Gut. Ziel neutralisiert. Dann war es nur noch der da hinten. Probier's einfach. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut gemacht. So, und dann müssen wir uns mal anders ausrichten. Rücke aus. Können wir denen eine Flashbang auf den Kopf schmeißen? Zumindest dem Offizier. Ja komm, lohnt sich. Bevor der hier komplett ausrastet. Habe ich sonst noch Möglichkeiten, die ich nutzen sollte? Nein, habe ich nicht. Ich habe auch keinen Feldposten für den. Der gibt sich einen Feldposten. Der schießt zum Glück daneben und der Offizier ist desorientiert. Sollte passen. Gut. Kann mich nicht bewegen. Mhm. Finde ich absolut in Ordnung. Und uns geht langsam die Zeit aus. Nee, für dich müssen wir hier irgendwie... Die Frage ist, was hat der für eine Waffe? Normales Sturmgewehr? Dann riskieren wir es. Gut. Wir haben zwei Flankierungen. Und eine... Wenn ich den Baum damit entfernen könnte, das wäre schön. Aber ich glaube, ohne Sepper wird das nicht... Probieren kann man es trotzdem. Oh, der Baum ist weg. Oder? Ist er weg? Nein, ist er nicht. Das ist schlecht. Hm. So, Theodor, du gehst mal hier hin. Dass ich nie beide erwische. Gut, schalten wir den Trooper aus. Langsam gehen mir aber auch die Granaten aus, wohlgemerkt. Wir haben nur noch 6 Runden Zeit. Probier's einfach. Vielleicht triffst du ja. Nö. Hätte mich auch gewundert. Das ist nicht gut. Genau, du sagst es. Kronti, du könntest... Ich weiß nicht, was machen. Uns einstenkern. Vielleicht bewegen die sich ja. Das wäre ja sehr nett von denen. Infamauser, geh mal hier hin. Riskier es einfach mal. Nope. Ja, wir müssen darauf hoffen, dass sie sich bewegen. Diesen Prozentchancen treffen wir nicht. Aber auch wirklich gar nicht. Oder kann man da was sprengen? Nein. Nicht auf die Distanz. Nicht ohne Granatwerfer. Das sollte. Geht mal hier hin. Gönnt uns hier mal einen Feuerschutz. Leon M. geht hier rüber.
und Hirnfeuerschutz. Der Offizier wird sich höchstwahrscheinlich eh bewegen, da flankiert ist. Sehr gut. Nein. Nope. Geht doch. So, jetzt muss man sich langsam beeilen. Nochmal ein Overwatch dodgen. Könnte gefährlich werden, ne? Vor allem, weil wir nicht wissen, was hier noch vor sich geht. Weißt du was, auf die Distanz könnte man es ja mal probieren. Gut. Ja, weg mit dem. Wunderbar. Problem gelöst. So Leute, jetzt rückt mal alle nach. Bestätigt. Aber irgendwohin, wo ihr nachladen könnt. Wohlgemerkt. Nähere mich der Zielposition. Nicht, dass wir dann später ohne Munition dastehen. Will ja auch keiner. Begebe mich zu dieser Position. Genau, nachladen. Herbert, du kannst hier nachladen und Feldposten machen. Oh ja. Genau. Theodor, Feuerschutz. Das sollte nachladen. Gronti nachladen. Nachgeladen. Nachladen. Nachladen. Das war's. Ein weiterer Trupp könnte noch hier sein. Gehen wir mal gucken, ne? Wir haben es jetzt nämlich ein bisschen eilig. Was bekomme ich denn dadurch? Infiltriere Zugangspunkt. Vielleicht bekommen wir ein paar schöne kleine Boni. Kann man ja mal gucken, ne? Nichts Interessantes. Nichts, wofür sich der Aufwand lohnt. Na komm zurück, Gremlin. Na dann, Theodor, rück mal bitte auf. Das sollte hier rüber. Nehmen wir hier mal die Bank als Deckung. Herbert, René Hilbert hierhin. Leon M. dahin. Herbert, du gehst hierhin. Sind wir jetzt alle hier in der Nähe? Habe ich jemanden zurückgelassen? Muss noch jemand nachladen? Nö. Na dann. Bin dabei. Na los, zeigt euch. Na los, zeigt euch. Dabei. Gebe Feuerschutz. Affirmative, covering now. Affirmative, covering now. So, Runde beenden. Ah, guck mal. Da ist noch ein Trupp. Leider an ihm geschossen. Wir holen uns jetzt gleich mal das Ziel. Kommt Leute, die Drohne muss down. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Also habe ich irgendwo da vorne noch eine Granate rumliegen. Ja, hier. Dann machen wir die Tür auf konventionelle Art und Weise auf. Ich meine, auf die althergebrachte. Genau, und die Drohne geht dabei auch mit drauf, hoffentlich. Hier,
Und haben wir Sicht aufs Ziel? Oh, da ist ja noch ein Trupp. Verstanden. Na komm, holen wir uns... Ach, du siehst es gar nicht, oder was? Die Distanz. Das ist schlecht. Nun, dann geh mal bitte hier hin. Nein, nicht nachladen. Aber wunderbar, jetzt ziehen wir es. Moment, warte ab. Leon, bitte hier nach vorne. Ja komm, die Drohne muss weg. Weil die kann nervig werden. Komm schon. Die Waffe verschlingt meine Munition. 52, 17. Wow. Na komm, René, pust es weg. Bitte, bitte, bitte. Danke. Oh, Loot. Das war's für dich. Der hat vielleicht etwas bei sich. Ja, vielleicht. Position bestätigt. So, Herbert, eine Flashbang. Wir können den Insektoiden flashbangen. Oder hier einfach mal auf Feuerschutz gehen. Feuerschutz. Dann hacken wir mal das Ziel. Hacke mich ein. Dann schauen wir mal, dass wir hier verschwinden, würde ich behaupten. Kleiner Vorrat an Alien-Legierungen. Ja, schauen wir mal. Sehr schön. Wir hätten uns auch den großen Vorrat holen können. Das ist immer wieder ärgerlich. Wenn man es einfach nicht abschätzen kann. Wir sind drin. Gut. Dann rufen wir hier schon mal irgendwo den Skyranger, wo wäre es am idealsten. Unsere Truppe ist hier versammelt. Rufen wir ihn mal hier. Hier Firebrand, Evakuierungsanforderung bestätigt. Durchhalten. Das dauert jetzt ganze 6 Runden. Wie weit kommst du mit der Granate? Können wir noch irgendwo Deckung zerstören? Ich glaube eher weniger. Da müssen wir halt warten, ob die sich bewegen. Aber hier könnte man was blenden. Ich bekomme nur einen der beiden Sektoiden rein. Na komm. Blend mal zumindest einen von denen. Damit die nicht auf dumme Gedanken kommen, verstehst du? Oh, jetzt rastet er komplett aus, oder? Wie? Disorientierung geht klar. Das geht gar nicht klar. Damit ist die Panzerung von Infamauser weg. Oh nein. Oh nein. Infamauser, halt durch. Oh nein. Ein Hoch auf die Blendgranate. Hör doch mal auf damit. Das ist nicht lustig. Oh, ein HP nur noch. Oh, oh. Oh, da brennt die Luft. Was ist klar? Die haben einen Overwatch. Den müsste mal jemand für uns dodgen. Leon, du? Gut. Dann ziehen wir Infamauser erstmal aus der Front ab. Seht ihr hier etwas?
Ja, seht ihr. Moment mal kurz, wir können ja hier den alten guten Flankierer spielen. Ich rücke aus. Sollte man eventuell in Betracht ziehen. Vielleicht kriegen wir den down, das wäre schön. Gut. Das war's für dich. Gut gemacht, das sollte. So, Herbert, du blendest mir nochmal einen Schwung. Und zwar diesmal die beiden eventuell. Nee, komm. Zwei werden laufen. Von daher Feldposten. Da ist ja noch eine Granate. Du ebenfalls. Aber wir kommen mit den Granaten nicht dicht genug heran. Ja klar. Wie gesagt, Infomauser verschwindet da erstmal. Da ein paar Ziele rennen werden. Feuerschutz. Du hast hier eine Rauchgranate. Damit könnten wir uns hier vorne ein bisschen schützen. Eieieiei. Genau, schützen wir mal so rum. Läuft noch, wir sind noch im Spiel. Noch ist nicht alles verloren. Silas, du wechselst mal bitte hier hin. Schickst mir mal deine Granate. Bringt von hier aus nicht. Feuerschutz. Weißt du was, geh du mal auch in Feuerschutz? Ah, ich hätte bei die Holo-Zielen einsetzen können. Die sind jetzt nicht mehr desorientiert. Was ein Problem werden könnte, aber dafür rennen sie erstmal ganz gut los. Wir treffen aber auch nicht. Überprüfe Visier. Das macht das Ganze nicht leichter. Überprüfe Visier. Das war nichts. Ja, danke, dass mal einer trifft. Was machst du jetzt für einen Quatsch? Du belebst einen Zombie wieder. Ist die Frage, können wir dich in dieser Runde killen? Oh oh. Immer wenn die in meine Richtung schießen, bekomme ich hier so ein mulmiges Gefühl. Das war klar, aber nur ein Rüstungspunkt wurde abgebaut. Das geht noch. Oh. Wird es Insektoiden flankieren sollen. Nicht gut. Oh oh. Ist in Ordnung. Hi Zombie. Ach, die bekommt Verstärkung auch noch. Ja, den könnte man platt machen. Das sollte hier hin. Ja, Overwatch dodgen. Gut. Da kommt jetzt die schöne Granate geflogen. Erwische ich ihn? Ja, gerade so. Aber wenn die Ding hier weg ist, ist ja auch alles in Ordnung. Gut, das Glüht wäre flankiert. Komm schon, das sollte... Ach, du siehst ihn von hier aus nicht einmal? Ernsthaft? Ist doch wohl ein schlechter Scherz. Der hat ja immer noch Deckung. Nicht gut. Das ist alles andere als gut. Vor allem, weil die Hälfte der Truppe Panik hat.
Kann auch keine Flashbangs werfen. Ja, da haben die uns ja wirklich sauber ausmanövriert. Muss ich ja fast schon einen Glücksschuss auf den hier wagen. Oder ich gehe näher ran. Verstanden, rück ab. Blendgranate. Du warst doch der, der den Zombie beschworen hat, oder? Ja. Das verschafft uns Zeit. Du bitte Feuerschutz, weil jetzt wird er definitiv rennen. Moment, warum hast du ihn hier flankiert? Du aber nicht. Ist halt so ein Ding, was ich gerade nicht verstehe. Naja, immerhin 43%. Gut gemacht, Informauser. Sehr gut. Jo, Lock and Load. Dann mal los. Und Feuerschutz? Feuerschutz. So, was machst du jetzt für ein Quatsch? Hi. Ihr habt ja Nerven, Leute. Ihr seid zu dieser Party nicht eingeladen. Oh oh. Jeder Schuss kann ein Treffer sein. Stehe unter starkem Schuss. Wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Der muss nachladen, gut. Der lädt auch nach. Also damit hatte ich das Loot Nummer 1 zerstört. Panik entfernt, sehr schön. So. Du kommst da nicht weit genug rein, wie es aussieht. Bye. Das ist doch ein Blue Move, würde ich mal behaupten, oder? Von hier aus würdest du ihn sehen, wenn die Tür offen ist? Nun gut, kümmern wir uns erstmal um dieses Problem hier. Granate hätte ich ja noch im Angebot. Damit erwische ich keine zwei Leute. Das ist ein Problem. Kronti. Also entweder direkt den oder den. Das müssen wir mal wirklich genau durchplanen. Silas, zieh dich mal zurück. Und schieß auf den hier. 84%. Einer weg. Ist in Ordnung. Den oder den? Glücksschuss eventuell mit 0%. Dann siehst du hier gar nichts mehr. Das ist wirklich ärgerlich hier. Die Aliens wissen schon, wie man mich auf die Palme bringt. Naja, der ist in unserer Flanke, das gefällt mir gar nicht. Dann geh mal hier hin. Verstanden, bin unterwegs. Befreie uns mal von dem hier. Oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Gehen hier langsam die Möglichkeiten aus. Now.
Oh Mann, dein Red Fork ist ja wirklich extrem. Weißt du, eigentlich will ich den da ausschalten, aber... Kann ich auch nicht, weil ich ja keine Munition mehr habe. Ist ja wirklich sehr ätzend hier. Ich könnte die beiden da hinten flashbangen. Das steigert unsere Überlebenswahrscheinlichkeit. Ich auf nix ein besseres Ziel. Das ist wirklich schlecht. Leon M. geht da hoch und entledigt mich mal diesen Sektoiden, weil der nervt. Ach, du hast keine Munition. Das macht's ja noch besser. Gut, dann rennt er halt eben. Dann muss er rennen. Hier gönnen wir uns mal einen Feuerschutz. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge rennen die? Das hier wird keine Flankierung sein. Du hast auch keine Munition mehr. Das ist echt wirklich fabelhaft. Hoffentlich bekommen wir hier keine Verluste reingedrückt. Waffe geladen. Du könntest den da platt machen, aber dann hast du wieder eigene Probleme. Rücke zur Zielposition vor. Ich weiß, du bist immer noch... Ich blende sie. ...flankiert, aber hey... Infomauser, Feldposten. Dein Red Fox ist ja schon wirklich sehr haarig. Müsste dich mal zusammenflicken. Der muss nachladen, finde ich gut. Und der rennt. Na komm, René, schieß ihn weg. Nein. 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 Was macht denn der jetzt für einen Quatsch? Kann mich nicht orientieren. Desorientierung ist in Ordnung. Kann mich nicht bewegen. Noch zwei Runden, bis wir hier raus können. Genau, du schießt daneben, dann bist du gleich tot. Bist desorientiert, finde ich in Ordnung. Oh, ein Hoch auf die Flashbang. Gut, wir leben noch. Dann können wir die drei in der nächsten Runde ausschalten. Oh, cleveres Bürschchen. Naja, so clever nicht, denn jetzt können wir dich hier platt machen. Ja, ja, zeig ruhig mit deinem Stinkefinger auf uns. Okay. Klar, hier wirst du mir höchstwahrscheinlich einen Overwatch dodgen müssen. Und los geht's. Oh, schieß nicht auf den Tank hier. Na komm, nicht daneben schießen. Nicht streifen. Ihr mit euren Streifschüssen. Guck mal, das ist hier eine Flankierung. Aber du bist desorientiert. Nun gut, ja, mal nachladen. Waffe geladen. Komm schon jetzt, aber. Geht doch. Feind am Boden. Gemacht, Gronti. Silas, du könntest zu den beiden hier vorrücken. Ja, Herbert aber auch. Von daher, bin schon unterwegs. Keine Probleme. 82%.
Was habe ich über keine Probleme gesagt? Habe kaum noch Munition. Die da müssen wir uns ja auch noch kümmern. Guck mal, du hast hier eine Flankierung auf den da. Theodor, pust ihn weg. Danke. Der ist erledigt. Habe kaum noch Munition. Was habe ich noch für Optionen? Dich? Ah, Silas ist ja auch noch da. Ach ja, Silas ist ja die ganze Zeit da. Ja, Red Fork. Problem für dich. Wer ist gefährlicher, der Sektoide oder der Schütze? Na komm, den kannst du hoffentlich ausschalten. Gut. Eins nach dem anderen. Beförderung verdient. Wunderbar. Na komm, ziehen wir dich ein paar Meter zurück und laden nach. Feldposten. Informator näher an die Zone ran. Er ist nicht mehr desorientiert. Das könnte jetzt ein Problem werden. Je nachdem, wo er sich positioniert. Au. Muss besser zielen. Oh nein, die Deckung ist weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Hoffen wir mal, dass es schlechte Schützen sind. Oh nein, ein Schuss haben die in die Ecke noch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, bitte nicht. Hast du ein Dusel? Jetzt muss jemand für dich den Overwatch rennen. Oh, du bist ein cleveres Bürschchen. Das hat sich gleich. Wir verschwinden hier gleich. Ja, an die Beute kommt man nicht ran. Ist Orientiertheit entfernt. Herbert hat noch einen Schuss. Geh mal sicherheitshalber näher ran. Na endlich. Hab mir schon Sorgen gemacht. Der ist der im Overwatch. Mit etwas Glück kannst du ihn wegpusten. Nein. Nicht mal knapp. Ich rücke aus. Probieren wir es halt mal eben so. Mit einer erhöhten Verteidigung. Und dann Lauf. Lauf geschwind wie der Wind. Die Frage ist nur, wohin? Hierhin. Schon dabei. Ach, nö. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Jetzt haben wir hier Panik. Nicht gut. Bin auf dem Weg. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh. Gehen ja ran und ziehen den Kopf ein. Zwei Verluste sind inakzeptabel. Das sind einfach sehr viele Aliens. Da kann. Was machst du jetzt wieder für einen Quatsch? Du belebst einen Zombie wieder. Wenn es dumm läuft, müssen wir dich jetzt noch ausschalten. Das hast du davon für unseren Kameraden. Feind erledigt. Das war der erste Verlust der Kampagne. Der kam ja richtig schnell und. So richtig helle sind die Jungs auch nicht.
This is Firebrand. It's time to go. Er ist immer noch in Panik, also müssen wir bleiben. Na komm, schieß mal den Hüter ab. So langsam mache ich mir hier Sorgen. Silas, bitte hier hin. Wollen wir auf den Zombie schießen? Was bekommen wir denn von dem hier? Weil den anderen haben wir ja schon überprüft. Was sagst du denn? Genau dasselbe. Abbrechen. Bringt uns gar nicht. Und ich hätte gerne, dass da jemand unseren Kameraden holt. Moment, wir haben ja noch eine Granate. Conti? Mit etwas Glück könnte es sogar ein Double Kill werden. Ja, zumindest der Sektor ist weg. Herbert hier hin und nachladen. Theodor, Moment. Nachladen und Feuerschutz? Gleich sind wir hier draußen. Ja, hier auch ein Feuerschutz. Infermauser, du bleibst auch noch. Genau, lass dich abschlachten. Ziel ausgeschaltet. Ja, ist in Ordnung, solange die jetzt nicht kommen. Na komm, René, du gehst hier hoch. Wir sammeln uns erstmal hier. Oh ja. Na los, zeigt euch. Okay, bin unterwegs. Weg vom Haus. Okay. Näher an die Zone ran. Scanne Gebiet. Feuerschutz. Moving to Overwatch. Lock and load. Good to go. Feuerschutz. Das auch nur, weil ich niemanden zurücklassen möchte. Auch nicht unsere Gefallenen. Oh, die landen direkt auf unserem Hinterhof. Ich hoffe mal, dass wir in Überrennreichweite sind. Habe Blickkontakt zu einer Edward-Stellung. Ist keine Drohne. Gut. Sehr gut. Hervorragend. Ausgezeichnet. Legt euch nicht mit uns an, Leute. Und sonst werden wir sauer. Ja, beschwer dich. Na komm, René. Ich hab dich. In die Zone kommst du zwar nicht, aber das ist kein Problem. Infomauser, kannst du vielleicht noch schießen? 53% könnte reichen. Reicht auch. Sehr schön. Na dann, wir verschwinden. Ach, du kommst sogar raus. Sehr gut. Wird erledigt. Bin unterwegs. Befehl bestätigt. Wechsle Position. Position. Understood. Moving out. Sonst noch jemand? Also, ihr beiden verschwindet schon mal. Bin dann mal weg. Weißt du, ich kann hier jeden Overwatch dodgen, wie es mir gerade gefällt.
Und ausgerechnet der, wo ich noch die Drohne mit dazu getan habe, für mehr Verteidigung, der trifft. Du wartest noch. Wir warten noch auf den Vermauser. Du bitte auch. Ach so. Runde beenden, natürlich. Nee. Auf die warten wir nicht mehr. Raus, Leute. Die Folge ist schon wieder sehr lang. Richtig ekelhaft. Alle überlebenden X-Com-Agenten sind in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Naja, akzeptabel würde ich das wohl nicht nennen. Ein Verlust ist ein Verlust. Na komm, weiter. Ich hätte ihn einfach nicht ohne Munition aufs Dach schicken sollen. So, Theodor. Gefechtsprotokoll definitiv. Aus dem einfachen Grund, damit er immer Schaden machen kann, wenn wir Schaden brauchen. Zum Beispiel ein angeschlagener Gegner in voller Deckung mit 2 HP ist damit dann kein Problem mehr. Infamauser wird Sturmsoldat. Tod von oben. Was? Schnelle Zielerfassung. Schnellschuss. Also Tod von oben kennen wir ja. Wobei ich sollte mir trotzdem mal angucken, weil es wurde ja alles verändert. Nein, nicht alles. Das Ausschalten eines auf eine niedrigere Position. Ja. Oh, es beendet. Fordert nur eine Aktion, danach könnte ich mich noch bewegen. Alles klar. Schnelle Zielerfassung. Du kannst einen Gegner mit einer Abklingzeit von 4 Runden mittels einer kostenlosen Aktion per Holo-Zielen erfassen. Holo-Zielen beendet zudem nicht mehr deine Runde. Oh. Faszinierend. Schnellschuss, Reichweitenabzüge bei allen Schüssen auf Entfernung. Mit. Moment, nochmal von vorne. Du kannst nach der Bewegung Standardschüsse mit deinem Präzisionsgewehr abgeben oder Feuerschutz aktivieren. Das ist für empfindliche Reichweiten. Achso, Snapshot. Alles klar, Snapshot wird gekauft. Herbert wird auch ein Sniper. Dagsolde wird ein Spezialist. So, Kronti wird ein Shinobi. Und Silas wird ein Schütze. Alles klar. Wunderbar. Weiter. Ab nach Hause. Eieieiei. Das war lustig. Bis auf den Verlust. Gott, eine Alien-Legierung bergen. Das ist schön. Aber ich würde mal sagen, da die Folge schon wieder ewig lang ist, 53 Minuten, werde ich hier mal einen Cut machen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.